Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch heute ein paar typische Anfangsfehler zeigen, die ich persönlich auch am Anfang falsch gemacht habe. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video und dann legen wir direkt mal los. Ganz wichtig, Hamster sind keine Klettertiere. Ich habe das am Anfang nicht gewusst und habe dementsprechend meinem ersten Hamster so ein Käfig hier gekauft. Da konnte er sich nämlich super langhangeln. Ja, ich fand es damals richtig toll, ihm dabei zuzuschauen. Es war natürlich gar keine gute Idee, denn er hat sich dann irgendwann auch die Pfoten verletzt. Deswegen lass das lieber sein. Ich habe über die Jahre einfach gemerkt, dass das Sandbad sehr wichtig für Hamster ist. Meine halten sich da wirklich 90% ihrer aktiven Phase da auf. Ich habe das früher unterschätzt, habe da meistens nur so eine kleine Fläche benutzt, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Aber wirklich, ich kann euch nur ans Herz legen, bietet eurem Hamster eine große Sandbadfläche an. Und glaubt mir, man kann wirklich sehen, wie wichtig einem Hamster dieses Sandbad eben ist. Ihr wisst ja, dass gerade im Sommer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lebensmittelmottenbefall kommt, sehr groß ist. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, alles in Marmeladengläser zu verschließen. Ich habe das am Anfang nicht so gemacht. Ich habe alles in Tüten gehabt und dann hatte ich eben den Mistsack jetzt einfach mal so. Ihr kennt ja vielleicht das Video dazu. Ich kann euch das gerne mal verlinken. Deswegen verschließt einfach alles in Gläsern. Dann kann auch sehr wahrscheinlich nichts passieren. Oft will man am Anfang seinem Hamster einen Gefallen tun und kauft dann diese Salzlecksteine. Die sind aber alles andere als irgendwie ein Gefallen für den Hamster. Die entziehen eurem Hamster nämlich nur Flüssigkeit, da das Tier dann einfach viel zu viel Salz im Körper hat und für uns Menschen ist es ja auch nicht gesund. Wenn ihr in den Zooladen oder so geht und dort Futter kaufen wollt, solltet ihr immer darauf achten, dass da keine Pellets enthalten sind. Ja, weil da müsst ihr einfach gucken, weil die Pellets, die im Zooladen sind, sind meistens einfach nur Industriemüll. Als eine Alternative kann ich euch empfehlen, die Pellets von Mixerat mal auszuprobieren. Die sind nämlich 100% natürlich und ja, ich mag die sehr gerne. Das war's jetzt mit diesem Video. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, in wie vielen Situationen ihr euch jetzt wiedererkannt habt. Ja, ich habe ja schon gesagt, das waren einfach alles so meine typischen Anfangsfehler. Dann hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video und tschüss.